Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Heute geht es um starke und gesunde Haut. Nun, als jemand, der von Geburt an mit Neurodermitis erkrankt war, habe ich schon so ziemlich alles ausprobiert, was mir gesunde Haut bescheren soll. Alle möglichen Cremes, alle möglichen Versprechen. Letztendlich hat nur eine einzige Sache geholfen, die mir bis jetzt auch noch erhalten geblieben ist. Und zwar ist das die Kombination aus Kälte und Babyöl. Beginne mit einer kalten Dusche. Die Dusche sollte kalt genug sein, dass du dich unkomfortabel fühlst, aber dennoch warm genug, dass du es eine Minute lang unter der Dusche aushältst. Danach steigst du aus der Dusche, trocknest dich ab, recht sanft, achtest auf deine Haut und anschließend nimmst du ein wenig Babyöl in die Handinnenflächen und verreibst die. Ja. Wichtig dabei ist, dass das Babyöl nicht zu stark aufgetragen wird, sodass es zu flüssig ist. Es sollte wirklich nur ein ganz leichter Film auf der Haut sein. Anschließend, nachdem deine Handinnenflächen warm geworden sind, verreibst du das Babyöl einfach auf deiner Haut. Und zwar ganzheitlich. Du lässt keine Stelle aus von deinem Körper, du verreibst es einfach. Und dann bist du in der Lage, egal ob du jetzt Kleidung trägst oder vielleicht Sommer ist und du hast die Tendenz zu schwitzen, kannst du in deinen Alltag starten, ohne dass du Probleme haben wirst. Für mich hat diese Methode sehr gut geholfen, vor allem weil Babyöl einfach zu kriegen ist und du musst dafür keine teuren Cremes kaufen oder ähnliches. Lass es mich wissen, wie es für dich funktioniert hat. Ich hoffe, es hilft dir und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.